Geräusche, also die des Bettes, zu minimieren, indem ich einen Fuß gegen die Wand stemmte. Das entbehrte nicht einer gewissen Komik, weil es schon artistischer Verrenkungen bedurfte, sich der Partnerin zärtlich zu widmen und gleichzeitig das Schiff auf hoher See mit dem Fuß an der Wand auf Kurs zu halten. Die verbleibenden Restgeräusche könnten jeden Augenblick meine Mutter auf den Plan rufen. Noch Schnittchen? Ausdauernd in der Auslaufrille knarzte. Damen und Herren, es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein zu müssen. Wir sind super gerne hier in Bielefeld. Und wir freuen uns auch, dass Sie da waren, weil ohne Sie hätte es nur halb so viel Spaß gemacht. Insofern, wir arbeiten gerade an einem Beatles-Programm. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann löchern Sie den Veranstalter, dass wir wiederkommen dürfen. Ja.